Und da sind wir wieder immer noch im Kielander Vulkan. Yay! Wir haben immer noch nicht das Item gefunden, das der Fährmann für uns. Was war denn eigentlich? Kugelclub. Kielander Blüte oder sowas. Ne? Kielander Blüte? Das war eine Kaktusblüte in der Wüste. Ja. Irgendwie Feuerjuwel, irgendwie sowas. Kielander Stein? Das war irgendwas mit Kielander und dann irgendwas dahinter. Ich denke mal, wir werden es erkennen, wenn wir es finden. Das denke ich auch. Jora hat auf jeden Fall eine viel zu große Reichweite mit ihrem Hammer. Ja, in der Tat. Qualzahm und Engel. Jetzt habe ich Engel und Vita. Dann haben wir jetzt zweimal Engel. Jetzt können wir das eigentlich mal ausprobieren. Also ist das Engel Vita Vita? Ich meine ja. Vita? Hier habe ich nur Engel. Also mach du erstmal Engel. Achso, musst drauf hören. Ich mach dann das erste Mal Vita. Also Engel. Erst Engel, dann mach ich Vita, dann machst du Vita. Das hat nicht funktioniert. Eins, zwei, drei. Hä? Hast du bei mir mal kurz, also als ich das eingesetzt habe? Dann machen wir gleichzeitig Mark und dann erstmal Kevin und dann wir gleichzeitig. Ja. Vita gar. Nein, das war nicht das. Dann lass das mal unterschiedlich andersrum versuchen. Mach mal Vita zuerst. Hat noch jemand Engel? Nee, du. Moment, ich muss. Dann machen wir mal. Okay, wer ist auf Vita? Mark. Ich. Soll ich anfangen? Ja. Ja. Okay. Ja. Das ist Vita. Egal. Ich einfach nicht hier. Wir sind zu blöd für. Ja. Wie ich bereits erwähnt hatte, wenn wir versuchen Hass zusammen zu zaubern, dann stehen wir einfach nur ein ganzes Level lang da und versuchen Hass zu zaubern. Ja. Oh, ja. Eins. Eins, zwei, drei. Gravitas! Lass mal das Vieh rund. Mach erstmal das Vieh tot, dass das steht. Ich liebe diese Gemachresistenz. Da oben müsste schon der Boss sein, ne? Das kann. Also, das ist nur ein schmaler Weg. Ich sehe da noch keinen Wechsel. Data müsste aber ziemlich sicher dabei sein. Ich möchte aber erstmal, wie gesagt, nach diesem Item suchen. Bam! Autsch! Das war schmerzhaft. Vita-Falle! Yay! Yay! Ach komm, verdammt. Das ist eine Ansage. Immerhin macht das keinen Schaden, wenn er diesen komischen Riesenangriff macht. Der trifft zwar die halbe Karte hier, aber er macht irgendwie ein halbes Herz. Und in dieser Truhe finden wir den Kielanderstein. Das ist er. Da ist doch ein Kielanderstein. Ja. Aha. Glorious. Gut, wir haben das Item in ihm gefunden. Ich muss sagen, der Strahl ist mitten durch ihn durchgegangen. Warum hat das nicht getroffen? Weil er irgendwie sehr verzögert hat, meine Spezialattacke dann doch Schaden. Da sind noch irgendwie jemand Schatztruhen in der Nähe oder hat jemand? Hat keiner eine Schatztruhenkarte. Mark hat die normale Karte, okay. Glaube ich. Ja. Du hast die Gegnerkarte und nicht die Gegner-Statuskarte. Was sind nochmal die eure Wohnen hier gewesen? Sich selbst nicht heilen. Gegner mit Zaubern töten. Okay. Dann bin ich dafür, dass wir jetzt zum Boss reingehen. War das schon hoch? Ja. Ich gehe einfach rein. Dann müssen wir uns gar nicht mehr so riesige Umstände hier machen mit den Gegnern. Ja, das ich hoffe, dass unsere Boni hoch genug aufgeladen sind, dass wir ordentlich Artefakte am Ende auswählen dürfen. Auf jeden Fall haben wir den Kielanderstein, was mein Hauptziel in dem Level eigentlich war. Dum, 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 ach ja, bitte. Eisen-Gigant. Heini. Ich hab die normale Karte. Feuerkarte. Ich hab die Feuerkarte! Die ist ganz brandneu! Ich zeig, wo überall Feuer im Level ist. Nee, ich hab die Gegner oder Schatzkarte. Ja, die hab ich auch. Aber es geht das mit dem bekloppten Schwert. Also ihr geht ganz nah ran und ich gehe ganz weit weg. Okay. Wir verstehen uns. Ja. Miasma kenne ich so, dass er gern, dass ich möglichst weit wegstehen kann. Also ich gehe quasi sein Bein umarmen. Ja, ich verstehe. Für den Fall, dass man mal ein Wasserbord im Kampf braucht. Ja, für den Fall, dass du Wasser auf ihn werfen willst und dann britzeln oder einfrieren willst. Ich denke, einfrieren wird das sinnvoll zu sein. Also, kuscheln. Irgendwie müsst irgendwelche Events. Guck mal, an den Seiten sind diese Lava-Dinger. Ja, kannst du vielleicht die Wasserdinger da reinwerfen. Hoffentlich steigt nicht die Lava und verbrennt uns. Das
schon nicht gut. Wo ist mein Eis? Da wo ein Ring dran steht. So. Erst. Auf jeden Fall nimmt er sehr viel Schaden. Das ist schon mal sehr schön. Ich hab mal noch einen. Ja, danke. Ich heil. Ich heil. Obwohl es sich nur schwert. Völlig, damit soll der Tee. Ich stehe da hinter dem Kessel. Also ich stand da hinter dem Kessel. Ja. Wo die Kessel mal müssen. Ich hab's auch nicht. Kann man jemand assistieren kurz? Ich muss mal eben so Feuer legen. Kommst du? Also wir brauchen hier Sicht. Da. Und. Da kommt angreifender Steam raus. Ah, ich muss einen Schaden gemacht haben. Wir brauchen hier Verheilung. Ich glaube schon. Ich glaube, es hat einen Schaden gemacht, dass wir das getan haben. Das Miasma kannst du nicht aufheben. Oh, das macht uns vor allem. Ja, es hat gerade zwei von uns getötet. Wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das wäre nur was gegen ihn, aber gut, das wird offensichtlich. Wir steamen nicht mehr. Nee. Wo ist mein Engel? Ich mag Steam. Okay, dann. Hey. Gut zu wissen, dass man sich in diesem Level wunderbar selber umbringt. Ja, ja, ist eine Erfahrung mehr. Ja, ne? Das wusste ich nicht. Das ist neu. Gut, dass ich so einen hohen Defense habe. Ja, ja, ja. Wie viel Defense hast du? 57. Ich hab 53, deswegen hab ich einfach eliminiert von vollen HP auf 0, weil ich mittendrin stand. 46, ja. Gut, ich bin sowieso ein Magier. Ne. Ja. Jo, und damit kriegen wir den letzten Tautropfen. Wie war das mit Lernen, dass die Herdplatte heiß ist? Na. Plupp. Oh, guck mal, das tötet uns. Vielleicht sollten wir das in Zukunft nicht mehr tun. Ja. Aber man muss ja alles mal ausprobiert haben, ne? Ist wie wenn du in dieser komischen Monster-Arena auf beiden Schaltern draufstehst und dann fangen an, diese Kettensägen da rauszukommen. Und die töten dich so, das sollten wir vielleicht nicht mehr tun. Man lernt aus Fehlern, ne? Das haben Alex' Eltern ja versucht, ihm beizubringen. In den letzten beiden Briefen. Meine Mutter ist immerhin das schlechte Beispiel in dem Spiel. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, wir haben wenigstens ein paar ordentliche Artefakte. Wir haben mal wieder keinen Feuerring gefunden. Okay, wir haben jetzt auch nicht alles abgesucht, aber Feuerring will ich eigentlich sowieso nicht unbedingt haben. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Auch gegen Pudding ist das praktisch. Und man hätte von Anfang an, Gravitas. Er alleine. Ja. Gravitas auch. Mix das. Ja. Aber dann wäre es nicht mehr so schlimm, wenn der erste Zauber, den wir finden, Eis ist. Hm. Das stimmt. Ja. In das Tagebuch eingetragen. Post. Ich hoffe, dass ich diesmal Kupo, was Besseres als drei Magie auswählen kann. Bitte sehr, Kupo. Und ich habe einen Brief von meinem Vater Elgoff mal wieder gekriegt. Oh, ich habe was von meiner Familie bekommen. Dein Platz. Jeden Abend, wenn die Familie am Esstisch sitzt, schaue ich auf deinen leeren Platz und bin den Tränen nahe. Auch wenn wir nun getrennt zu Abend essen, so sind unsere Herzen immer bei dir. Ja, danke, Vater. Den Brief kannten wir schon. Hinzufügen. Was haben wir denn noch für sinnvolle Skizzen? Viel Spaß mit meiner Sternmöhre. Ja, der nächste. So, ich habe einen Brief von meiner Mutter erhalten. Yay! Ich hab wieder was von meiner Familie, wunderbar. Weil mit dem Titel Großputz. Beim letzten Großputz habe ich in deinem Zimmer etwas Komisches gefunden. Da steht Legendärwaffe. Das hast du bestimmt als Kind irgendwo gefunden. Kann ich es wegschmeißen? Nein! Schick es mir, Ausrufezeichen! Oder ja, schmeiß es weg. Nein, schick es mir, Ausrufezeichen. Gegenstand beifügen. So, jetzt kann ich endlich mal einen von meinen Fischen loswerden. Ich glaube, die Legendärwaffe willst du haben. Ja. Hier, hast du einen Fisch? Wieso hast du als kleines Kind Legendärwaffen? weil ich ein Lilti bin. Ah, ja, das ist ein guter Grund. Fortsetzung des Apfelraubdramas. Ja. Das verwechselst du mit dem Buntraum. Da war der Wurm drin. Und sogar ein richtig großer.
der sich selbst als Buntraube getarnt hatte. Was? Auch eine schöne Erinnerung. Hat sich dann eine Bunt... Was? Das kannst du antworten. Buntrauben erstmal herausholen und dann eklig oder stimmt. Also wenn er das so erzählt, kann man ja nur beistimmen, also zustimmen. Ja, ja, stimmt schon. Super tolle Erinnerung, wie dieser Regenbogenwurm aussah wie eine Buntraube. Wie auch immer der geformt sein muss, aber es ist Final Fantasy Welt, da geht's immer. Ja, da gibt's auch Buntraubenwürmer, die aussehen wie Buntrauben. Ja. Wird zugestimmt, Hugo. Oh Mann. Der Wurm hat sich als Buntraube getarnt. Bis zum also, entweder war der sehr klein und rund, oder er sah aus wie so ein Bündel, und dann so, war der sehr komisch geformt. 21! Ich hab so das Gefühl, sie selbst nicht heilen hat den Topscore. Ja. 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 142! Sehr schön. So, dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwelche sinnvollen Items dafür gekriegt haben. Ja, da ist der Feuerring, da ist der Feuerring. Sehr schön. Abwehr plus 3. Orichalcum. Orichalcum, das können wir später auch finden. Magie plus 5. Egal, ich muss den Feuer... Oder... Nee, komm, dann gib Mark den Feuerring gleich und ich nehme Zauberstab. Nimm du den Säbel. Ich nehme mal den Säbel. Ach, den habe ich schon. Okay, dann nehme ich doch den Feuerring. Jo. Rup. Ja, dann wirst du wohl einen Zauberstab bekommen. Yay! Hast du wirst du ja noch Helkum nehmen, aber... Nee, das, finden wir, nicht. Das finden wir später in den Level noch so. 18 Magie! Jetzt bin ich wieder der Schlechteste in Magie! Yes! Ich meinte, zumindest... Keine Verantwortung! Dass man Orichalcum nachher auch so findet. Ja. So, Einträge aus dem Jahr 6. Es ist mal wieder soweit, dass wir ein Jahr beendet haben. Hurra! Jetzt bin ich aber gespannt auf den Eintrag mit dem Schwarzen Ritter. Ich auch. Aber erstmal Party. Ja. Den langjährigen Forschungen der Jukes zufolge gehört das Höllenross zu den untoten Monstern und besitzt eine hohe Resistenz gegen verschiedene Zauber. Zustandsveränderungen lassen sich nur mit gesteigerten Zaubern herbeiführen. Und ohne die Kraft des heiligen Lichtes nimmt es kaum nennenswerten Schaden. Das heilige Licht. Guter Leitbringer. Kraft von Grayskull. Was? An einem Ort namens Violu besiegten wir den Golem und erhielten einen Tropfen des Murtaus. Zum Glück verletzte sich niemand und wir hatten sogar Zeit, eine kleine Pause einzulegen, um etwas Standarddecks zu essen. Um etwas zu essen und die Landschaft zu genießen. Wer hätte gedacht, dass wir uns so wacker gegen die Monster schlagen würden? Ich habe keinen Kommentar für den Boss. Nö. Doch, wir haben den Golem geschlagen. Ja. Das ja, reichen. Ja. Ja. Das muss ausreichen. Naja. So. Jetzt erstmal den Tau in den Kristall transferieren. Ja. Magie! Wer macht das eigentlich, wenn er das irgendwann nicht mehr macht? Der Nächste, der das Buch lesen kann. Also niemals. Wir sind alle Analphabeten. Wir können einfach nicht lesen. Dann geht sich schon wer finden. Ja. Stilskin. Wir stellen Stilskin ein. Bloß nicht, ich will ihn nicht in meiner Stadt haben. Das stimmt auch wieder. Willst du ihn lieber so in der Gegend mal rumstehen sehen? Ja. Das ist mir lieber, weil dann musst du den nicht jedes Jahr sehen. So kann ich den hin und wieder mal ignorieren. Yay, Party. Und jetzt feiern wir wieder alle. Ja. Sogar die Selkis, die in unserer Stadt nicht wohnen. Die nicht erwischt sind, ja. Der schwarze Ritter ist tot. Ein kleiner Junge aus Alphitaria beendete das qualvolle Leben des schwarzen Ritters. Der Name des Jungen ist Leon Ezra. Kurz vor seinem Tod schien der schwarze Ritter etwas wiedergefunden zu haben. Etwas, das er lange gesucht und nun endlich gefunden hatte. Scheinbar seine Erinnerungen und wahrscheinlich seine Familie. Ja, vermutlich. Merke, Erinnerungen kommen wieder, wenn man stirbt. Ja. Ja. An einem Ort namens Moschees Villa. Wie scheiße ausgedrückt. Ja. Besiegten wir Lord Gigas. Wieso nicht Moschee? Und erhielten einen Tropfen des Mürretaus. Warum haben wir den nicht direkt geholt, sondern haben wieder alle Tomberries getötet? Zum Glück verletzte sich niemand, außer die gesamten Tomberries und alle anderen Gegner in diesem Level. Und wir hatten sogar Zeit, eine kleine Pause einzulegen, um etwas von den Tomberries zu klauen und die Landschaft zu genießen. Die voller Blut von Tomberries war. Wer hätte gedacht, dass wir uns so wacker gegen die Monster schlagen würden? Tomberries. Ja. Ich übrigens. Ja. War es eine Halluzination? Und was waren diese Stimmen? Auch sprach Gadi komisches Zeug von seinem älteren Bruder, den er angeblich noch nie getroffen hat. Und wieder sprach er in Rätseln.
Gebrüder Fels sind der Kälte froh. Von alt bis jung, Obacht! Nicht nur Dunkelheit bringt die Nacht. Nach diesem Eintrag glaube ich jetzt, dass Hardy auch gleichzeitig Gardi ist. Ja. Und nachdem er seine Erinnerung verloren hat, er zu Gardi geworden ist. An einem Ort namens Killandervulkan. Yay! Noch ein Standardtext, der viel Spaß damit. Besiegten wir den Eisengiganten und erhielten einen Tropfen des Myrtaus. Zum Glück verletzte sich niemand und wir hatten sogar noch Zeit, eine kleine Pause einzulegen, um etwas zu essen und die Landschaft zu genießen. Das ist ein scheiß Vulkan! Ja. Ja, war hübsche Landschaft. Warm und so. Hübsche Landschaft. Wer hätte gedacht, dass wir uns so wacker gegen die Monster schlagen? Abwechslungsreiche Landschaft, ein bisschen Feuer, ein bisschen Magma, ein bisschen Stein. Hier und da ein Wassertropfen. Hier und da mal so ein Wasserkelch, den auch wer auch immer dahingestellt hat. Das sechste Jahr nähert sich dem Ende. Wie wir erfuhren, ist der Vater des Jungen, der den schwarzen Ritter von seinen Qualen erlöste, von der Geburt des Jungen aufgebrochen und später verschollen. Na sowas. Da wir das hier übrigens als Jahresendtext bekommen, können wir davon ausgehen, dass man diese Sequenz immer bekommt. Ja. Ich denke, es waren die fehlenden Erinnerungen an seinen Vater, die den Jungen zu dieser Tat trieben. Der schwarze Ritter war für den Jungen vielleicht der einzige Beweis für die Existenz seines Vaters. In der Tat, in der Tat. Wahrscheinlich hat die Mutter so ein Star Wars-Dingens mit dem Jungen abgezogen. Dein Vater wurde vom schwarzen Ritter getötet. Eigentlich ist dein Vater aber der schwarze Ritter. So, ne? Dorf! Siebtes Jahr! Wie sieht's mit den Strömen aus? Wind, Feuer, Wasser, Erde. Wie viel war eh? Wie viel war eh? Das rollt irgendwie nicht besonders gut von der Zunge. Wiffe. Okay. Naja, wie dem auch sei. So, wir sind noch. Und erzählt sie wieder dasselbe wie jedes Jahr? Eure Eltern sorgen sich um euch. Ja, Kevin, dasselbe wie immer. So, was hast du zu erzählen, Mimi? Okay, wenn endlich bist du wieder zu Hause. Versteht sich auch mit den anderen aus der Karawane? Und das war's. Juhu. Wo ist dein Vater? Ich will gucken, ob hier irgendwas zu schmecken. Elf Rundmais. Ich sehe ihn nicht. Kevins Vater, wo bist du? Kevin, wo ist dein Vater? Ich weiß nicht, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich suche und suche, aber ich finde ihn nicht. Rundmais, sei nicht so. Gierig. Gierig, genau. Steck da! Mein Gott! Willkommen zurück! Am Bus zum Gruße sein. Nee, ich hab nichts. Oh, das ist mein Bruder, der sagt nur willkommen zurück! Ich würde gerne mein Taschengeld abholen, aber Marc redet gerade mit meinem Vater. Kevin, musst du schon los? Es ist nicht viel, gib es sinnvoll auf. Das war ein Gille halt. So, jetzt bin ich auch am Bus zum Gruße. Hier irgendwas zum Schmieden? Nee. Nichts, was er schmieden kann. Aus dem Kern ist ein richtiger Baum geworden. Hier, pack ihn. Ein? Den Baum? Baum? Gerne! Sternmöhren. Sternmöhre. Ja, das war merkwürdig ausgedrückt, habe ich so das Gefühl. Deine Eltern blockieren die Sternmöhre. In der Tat. Elf Fässchen Milch hat sie gegeben, mein Gott. In einem Jahr, das ist echt wenig. Komm nicht in die Milch da hinten. Dann. Deine Mutter steht da echt schlecht. Doch alle weg. Sternmöhren? Nächstes Jahr wieder, das sind keine Sternmöhren. Doch? Nein, das komisch geformt. Das ist Milch. Milch. Komm her. Brave Milch. Da komme ich wieder nicht ran. Geht doch, alle weg! Verzieht euch! Die stehen da echt gut. Meine Kuh will nicht mit mir reden. 16 Sternmöhren haben wir gern. Gibt ja wohl noch mehr Sternmöhren. Die hat jetzt echt viel Milch gesagt. Mein Gott! Sternmöhren! Überall Sternmöhren. Sein Inventar schon voll. Noch nicht? Noch nicht, noch kann es aufheben. Ist auch noch nicht so lange her, dass ich es komplett ausgeleert habe. So. Noch mehr! Jetzt nicht mehr. Geschafft. Jetzt ist der Inventar voll. Hier ist endlich noch eine. So. Sternmöhre ist eigentlich so gierig. Alex, musst du schon los? Das ist nicht viel, gibt es sinnvoll aus. Die Eisnadel ist fertig. Wer will? Weder Rückschlag noch Misserfolg können einen Standardtext aufhalten. Die Eisnadel-Skizze erhalten. Wollen wir mit den Zauberstein spielen? Yay, Feuer! Oh, Alex, endlich bist du wieder zu Hause. Verstehst du dich gut mit den anderen aus der Karawane? Was redet denn der vierte Spieler für einen Zauber? Lass mich in Ruhe.
Eis, schätze ich mal. Milch gibt es keine mehr. Ne, welche Farbe hat der denn? Wir kriegen ja jeweils nach Farbe. Der dritte Spieler kriegt seinen Vita, ich krieg Feuer und du kriegst Blitz. Was hat denn der vierte Spieler für eine Farbe, wenn er mitspielt? Gelb? Da kriegt doch Engel, ja. Aber ich spiele wie immer Blitzball. So, sind wir schon da, ne? Nee, das sind die Bauern. Ach, ja, kennst du noch nicht mal mehr deine Familie? Nee. Ach, wir sehen das gleich aus. So, bist du einfach schon vermarkt? Blablabla. Müssen wir gehen für die Reise, ja. Verkaufen, muss ich ganz dringend. Ich fand schon mal eine Runde hier. Erweist sich Tanne auch als nützlich? Richtet ihr schöne Grüße auf. Ich glaube, du hast mit der Falschen geredet. Ja. Willkommen zurück. Alle Sternbirnen und die gesamte Milch. Dass du auf der Reise ja gesund bleibst, hast du verstanden? Ja, danke, Mutter. Also, du hast verstanden, Kind. Hallo, Marc, pass hier auf die bösen Monster auf. Milch, Sternbirne. Sternmöhre. Gott, sind das viele Sternmöhren! Sternmöhre. Jawohl, ich bin alle los. So, geht mal weg, ich will mit meinem Vater quatschen. Jetzt habe ich zu viele verkauft. Ich muss nur die ganzen Rundmais verkaufen. No. Ja, was kann man denn inzwischen hier kaufen? Die Mutter sagt, sie hätte. Ultimanit und Dunkelquarz können wir hier immer noch kaufen. Ich bin fertig. Also seine Mutter sagte, er hätte gerade das... Wir malen das Getreide und machen Mehl. Und mit unserem das Sortiment wird vergrößert. Brot gebacken. Deine Mutter sagte, dein Vater hätte sein Sortiment vergrößert. Ja, ich sehe irgendwie nichts Neues. Ultimanit und Dunkelquarz. Das war auch beim letzten Mal schon da. Musst du schon los. Es ist nicht viel. Gib es sinnvoll aus. Na, wir können... 201. Können wir los oder hast du noch zu verkaufen? Wir können. Marc kann sich, glaube ich, jetzt die Eisnadel schmieden lassen, wenn wir die richtigen Sachen haben. Wenn du sie denn haben will. Bei unseren Schneidern hier oben. Kann ja eigentlich nicht schaden, ne? Wo sind sie denn? Da. Huch, musst du mal einkaufen. Oh, guten Tag. Kann ich dir mit irgendwelchen Accessoires tun? Nein, kann er nicht. Er kann mir nichts schmieden von dem, was ich dabei habe. Ich auch nicht. Kann es von mir Eisnadel. Auch nicht. Benötigt zwei Eissplitter und eine Götterspade. Hast du irgendwas davon? Nee. Was brauchst du? Eissplitter? Zwei Eissplitter und eine Götterspade. Habe ich nichts von. Götterspeisen habe ich alle aufgebraucht, Eissplitter habe ich gar nicht. No. Habe ich auch nichts von. Ich habe noch einen Wundersamen. Der hat viel mehr gebracht als die ganzen anderen Samen beim Verkaufen. Von daher überlege ich den mal meiner Familie zu schicken, weil ich gar nicht weiß, was dabei rauskommt beim Wundersamen. Na, gehen wir erstmal weiter. Ja. Werden sich schon finden, die sind. In der Tat. Dann werden wir jetzt wohl mal wieder den Fluss überqueren und auf der anderen Seite mal wieder zu den Leveln. Oh, ich will mir auch eine Kuh kaufen. Ja, mal gucken, ob sie dir auch eine Kuh verkaufen. Und ich würde das so sehr wünschen, wenn wir da nochmal sehen. Ja. Ich habe vermutlich nicht mal das Geld, um eine Kuh zu kaufen. So toll war die doch gar nicht. Für eine Kuh. Für eine Kuh. Ein neues Jahr bricht an und wieder beginnt eine lange Reise. Vielleicht war ich zu Beginn zu sehr besorgt um die neue Karawane. Wir sind jetzt schon seit 6 Jahren diese Karawane. Ja. Karawane, aber nun bin ich zuversichtlich, dass nicht einmal das Ende der Welt euch Einhalt gebieten kann. Da wir das nach dem 21.12. aufnehmen, hat das Ende der Welt uns, nicht aufgehalten. Was mit dem Jüngling geschah? Das soll euch nicht weiter kümmern. Auch meine Erinnerungen wird die Prinzessin bald holen, um dem Glanz des Kristalls einen weiteren Schimmer zu schenken. Das heißt, er verreckt bald? Und wir brechen, und nun brecht auf, neuen Welten entgegen. Unsere Herzen sind stets bei euch. Das ist aber schön. Der weiß was er uns nicht sagen will. Mhm, hab ich auch so das Gefühl. Was war das mit einer Prinzessin? Keine Ahnung. Er wird zur Prinzessin. Das macht mir Sorgen. Das würde mir jetzt auch Sorgen machen. Ja, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir aufbrechen. Ich denke mal nach Sillepation, denn da würde ich gerne hin. Bis dahin, ciao. Aloha. Tschüss.